Okidoki, Leute. Die Scheiße geht weiter. Wo ist der Truck? Wo bleibt Pauli? Pult auch noch, ne, oder? Yo. Ich weiß es nicht. Fuck. Scheiß drauf. Kannst laut sagen. Kannst aber laut sagen. Wo bleibt Pauli? Ist mal ohne Spaß. Ich glaube, der klettert nicht da hoch. Hä? Als ob ich denn nicht... Na, treff! Scheiß die Wand an. Oh, da. Katastrophe. Oh Gott. Tony und Donnie auch? Ja. Wie geht's Sam? Ich hole ihn. Was an. Thompson finde ich gut. Thompson finde ich gut. Ich bin ready. Katastrophe. Das ist ein Mörderding. Ohne Munition finde ich gut. Stirbt einfach, ihr behinderten Arschkinder, ihr dreckigen. Hab ich vor. Leider war auch 3 Jahre nach. Haben wir sie abgehängt? Nein. Eher nicht. Holy moly. Holy fucking moly. Warte mal. Beruhigt euch. Verdammt nochmal. Ach echt? Echt? Die sind auf unserer Fresse, Alter. Lad nach! Da kommen näher! Lad nach! Ich hasse das Lachen so sehr. Wie von der Seite! Ich kriege ja von der Seite, kriege ich ja nicht, du Idiot! Sie sind nicht hinter uns! Alter Schwede! Nee, ich hab sie! Die hab ich! Oh mein Gott! Holy moly! Dieses Nachladen, Alter! Ich komme nicht klar, oh Gott, ich sehe auf der Karte, wenn. Was mir gar nicht gefällt. Tommy, was tust du da? Was tue ich denn? Diese scheiß Bike! Oh oh. Komm,
Ja, und jetzt? Außer verteidigen. Ich kann hier abkeimen, was ich will, aber was bringt's mir? Wir sind wirklich in der Scheiße. Was sind die Schweine, dreckigen? Holy, wir müssen hier weg! Ja, müssten wir. Ein bisschen schnell auch, wenn's geht. Nice. Einfach tausendmal nachladen, dass ich volle Muni hab und voll reinholzen kann. Holy fuck! Aha. Also wenn es Feuer stoppt. Ja, du Scherzkeks. Ich kann nicht, weil ich auch nachlad. Halt die Schnauze. Dir ist schon klar, wenn er nachlädt, lädt ich nach. Das ist das Problem. Oh mein Gott, oh mein Gott, so gut gelaufen und dann muss so ein beschissenes, was auch immer, scheiß panzermäßiges Geschütztricksding kommen und oh du Scheiße. Und 50 Schüsse sind nicht wirklich so viel. Und das Nachladen dauert 3 Jahre. Lege Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt. Ja, toll. Ja, ich auch! Das ist das Problem! Zu dem Zeitpunkt, wo er... Wie soll ich das machen? Er schießt, da kann ich nichts machen. Da kriegt der Laster das ab. Da kann ich nichts machen. Und dann... Oh, Alter! Und dann soll ich ihn so easygoing treffen, ja sicher. Und sobald er wieder anfängt zu schießen, soll ich nachladen. Aber oh mein Gott, wie soll der drehen? Sind behindert? Lege Geschütze ab, wenn das Feuer kurz stoppt! Ja. Jetzt schieß endlich! Schieß jetzt! Das ist unsere Chance! Oh, das Geschütz muss weg! Sie laden nach! Oh mein Gott! Was hab ich jetzt anders gemacht? Was hab ich jetzt anders gemacht? Nein! Alter, wo raucht denn noch ihr debatterten Schwanzgesichter? Wenn es leuchtet, okay. Ja! Das ist wahnsinnig. Hey, Alter. Verreckt! Jawohl! Endlich! Gut, bring ihn. Okay, danke. Okay.
Ich bleib bei Sam. Bring den Frack zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Ah, fahr zu Sarahs. Natürlich ist es Sarahs Wohnung. Dein Hut ist auch weg, by the way. Hoi, hoi, hoi. Ist das mein Karre? Wahrscheinlich. Boah, warte, der Geburt. Die sind auch geil. Zu mir sagte ich so nicht, aber Pole bleibt bei Sam. Die Logik. Aber ich darf theoretisch. Ich soll mal da dritte Gang drinnen. Wollte ich nochmal fragen. Okay. Ich soll darf eher bei ihm bleiben, aber zu mir sagen, nee, passt schon, ist klar, halt, logisch. Oh, Alter, was eine Geburt war das hier. Das war echt, das mit dem Geschütz war echt fies. Also das war echt, echt fies. Hab man auch gemerkt, wie bescheuert und beschissen das war. Okay, geschafft ist geschafft. Und jetzt erholt sich Tommy, holy moly. Jetzt holt sich Tommy eine ordentliche Dosis Belohnung ab. Sag ich mal. So, wird dann langsam weg, dann den scheiß Cops hier hinter mir sagen. Moin, geht ab, alles klar. Geht schlafen, es ist regnerisch und ist nicht so. Ist scheiße hier, komm. Geht nach Hause. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber ja. Ich hoffe auch irgendwie, dass keine 16er so ein Scheiß kommt, weil ich da keinen Bock habe, dass irgendwie mal das Video gesperrt wird oder so. Und rausschneiden ist jetzt nicht so einfach mit der Facecam, deswegen, ja, hoffe ich einfach mal, dass jetzt hier nichts irgendwie bei dies. Hoffe ich sehr stark. Und wenn doch, ja, dann lass ich ja drinnen und hoffe einfach auf Beste. Ich sag mal so, Tommy, Sarah, reißt euch zusammen, okay? Danke. Der oben hat glaube ich 4 Gänge, oder? Ne, der hat 3 Gänge, ja, geiler Scheiß. Holy fuck, bin ich schnell! Holy fuck, war ich gerade schnell! Holy fuck, war ich gerade schnell! Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht nicht mit was weiß ich wie viel, mit 100 oder so, die Kurve versuchen zu kriegen. Wow. Alles klar. Das ist die Monte Little Italy, oder? Deswegen muss ich jetzt so ewig weit fahren. Okay, 100 hatte ich doch nicht drauf, so 70, so wie jetzt, aber so 80. Das ging auch bergrund, also daher. Oh ja, das Schwede. Jakobs, oh, muss wieder so eine Begrenzung halten, dass sie nicht herumholen, weil ich weiß, dass sie in Mafia gerne mal herumholen, deswegen. Ab und können sie nicht herumholen, zum Glück. Weil gibt's ja keine. Und jetzt fahren sie vor mir. Na super. Habe ich einen Checkpoint. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, soll ich die Hölle los. Aber was nicht der Fall ist, zum Glück. Ah, ich bin schon da. So, ein bisschen weiter weg. Kann man eh den Schwierigkeitsbegrenzer wieder ausmachen. Also das Tacho-Ding. Kann man machen. Deswegen schaue ich eigentlich hauptsächlich auf die Karte, was irgendwo Cops sind. Und dann nehme ich natürlich mit, super, gut gemacht. Ob irgendwo den Kopf nerven könnten. Wo ist das Ding? Ah, hier soll ich reinfahren? Kann ich reinfahren? Soll ich reinfahren? Ich fahre einfach mal rein. Who cares? So, perfekt.
voll auf dem Weg geparkt, aber mega. Sarah! Schatz, aber anscheinend ist hier, wir sind zusammen, oder? Kommt mir vor. Ja, sind wir, sie waren auf mich. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Auch geil. Okay. Harry, du bist. Okay. Alter. Ein Ausflug aufs Land. Kanadische Nachbarn. Schuft. Okay. Ich meine jetzt hier kein Stopp. Also keine Aufnahme aus Parkmäßig beenden Ding. Nee. Denn nachdem ich hier dingsen kann. Nachdem ich wieder ins Menü kommen kann, mache ich hier Aufnahme aus. Weil, wie lange nehme ich schon auf? Seht ihr hier? Ja. 4 Stunden. Perfekt. Ich denke mal nicht, dass so lange eine Cutscene das Zeit wird, dass ich ins Game wieder reinkomme. Und deswegen, gleich der nächste. Alter Schwede, das war jetzt eine Geburt, ey. Omerta. Omerta? Sind nicht gegenwärtig, schon wieder die Vergangenheit. Ja. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Mein Maul. Nein. Wer? Ich glaube, die ganze Nacht wachen haben mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello antrifft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Der uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe ich dir, Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. Ich war bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht den Hund nicht vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unserem Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach weißt du, was getan werden muss. Tschüss.
Russell wartet im sauberen Wagen auf dich. Ach du Scheiße. Aber wie ich es gesagt habe, es kann gut sein, dass Frankie irgendwie was zu verbergen hat und so weiter. Und anscheinend ist er der Maulwurf. Ich meine, wer sonst sein? Uiuiui. Und das war vielleicht auch irgendwie so ein Zeichen oder so. Wie halt heute das mit Sam und sowas, wo Sam vermisst war, wo wir dann gefunden haben, wo wir rumgesucht haben, so Hinweise, wo der Hund dort gelegen ist. Vielleicht war das auch so geplant von Frank, also war das vielleicht alles Frank seine Idee? Ja, eigentlich schon. Das ist meine Idee. Und hat er mit Absicht den Hund dort platziert, damit wir uns theoretisch nochmal erinnern, wieso er das tut. Aber als ob er das alles deswegen tut, weil Soleri, was auch immer, wie der Typ heißt, der Typ halt Soleri, egal. Weil er seinen Hund nicht ertränken konnte halt, aber dafür dann abgekehrt hat. Als ob er das alles deswegen tut. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja. Wenn die Cops die Dokumente bekommen, die Geschäftsbücher, dann sind wir am Arsch. Das kann ich gut verstehen. Okay, Vincenzo, also Munition und was auch immer abholen. Geht zu unserem Informanten und Frank und sprechen wir. Ja, irgendwelche Informanten. Vincenzo ist nicht der Informant, schätze ich mal, weil er nur der Waffen tut. Okay, aber das werden wir beim nächsten Part machen. Dann würde ich sagen, das war's von dem, das war's von mir. Und wir hören uns dann beim nächsten Video, Reaction, dem Let's Play oder was auch immer. Also, wir hören uns. Bis dann. Ciao.